not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Hi, Johnny. How is life? Nah. My father died yesterday. Oh, that's a pity. Well, anyway, let's toss the ball around, huh? Okay. Haha. Life is pretty good as long as I have friends like you. No, I don't like life pretty well. I worry about life. You look worried, Mark. What's wrong? I have cancer. Haha, what a story, Mark. Well, anyway, how's your sex life? No, I have cancer. What? Yes. No! Yes, I do. Why, Mark? Why? You're tearing me apart! Cut! Was? Das ist doch Cut! Ich bin der Regisseur! Du hörst gefälligst auf mich und filmst weiter, wenn ich sag! Ich kann das echt nicht mehr mit ansehen, Boss. Die Story ist Schwachsinn, die Continuity ist Schwachsinn, keiner hier kann überhaupt Schauspielern oder. Du hast offensichtlich keine Ahnung vom Filme machen und verstehst nicht, was wir hier tun, oder? Denn das ist künstlerisch wertvoller Scheißdreck, okay? Ich meine das wirklich gut, aber an diesem Film muss verdammt viel geändert werden, damit er überhaupt ansehbar ist. Ja, vergiss nicht, für wen wir das überhaupt alles machen, Tim, ja? Für wen? Die ursprüngliche und immer noch daseinende Motivation, The Place zu machen. Tim, ein sehr guter Freund von uns, hat vor kurzem Krebs gehabt, wie wir rausgefunden haben. Er hat ihn immer noch. Ja, hallo, ich bin Tim. An mir wurde Krebs diagnostiziert vom vielen Schmierölrauchen. Und mein Boss Thomas hat jetzt den genialen Plan, einen Film zu drehen, der bei den Festivals gewinnen soll, und von dem Preisgeld kriege ich meine Therapie. Machen Sie doch mal alles. Gute Neuigkeit, ihr Lieben. Ich bin Aufstand nach Brutzen. Du hast eine Idee bekommen. Tim! Nein. Du hattest von Anfang an recht. Der Film ist furchtbarer Fickdreck. Wir müssen was ändern. Ich habe nie gesagt... Und zwar den Look von meinem Charakter. Mit Veränderung habe ich sicher nicht das hier gemeint, Boss. Das ist jetzt der neue Johnny. Sie können nicht auf einmal mitten im Film den ganzen Charakter ändern. Das merkt man. Ach Gott, das ist scheißegal. Ich meine, wer schaut schon auf Anschlussfehler, wenn die Emotion passt? Du verstehst nicht, was Zuschauer denken, du. Die einzigen Schwierigkeiten am Set bereitet eigentlich... Der Regisseur selber, er ist die ganze Zeit betrunken, vergisst seine Hose anzuziehen, ja, und kommt viel zu spät aufs Set. Ja, das ist Szene 4, da wo ich meine Frau pimpere. Wo ist mein Eheweib? Bist du eine Schauspielerin? Okay. Setz dich her. Nein, steh auf. Du bist gefeuert. Fick dich. Aber sie ist extra wegen dir hergekommen. Sie ist 4 Stunden zu spät gewesen, was erwartest du von dir? Du bist 4 Stunden zu spät gekommen. Ich hab gesagt, du kommst in einer halben Stunde wieder. Ich erinnere mich selber an einen jungen Til Schweiger. Ich führe Regie, ich spiele Schau, ich schreibe Dreh. Also, und das alles mache ich super toll. Schauspieler sind ja die Hauptquelle für Probleme in einem Film. Am besten wäre es, einen Film zu drehen komplett ohne Schauspieler. Wenn der Cast aus zum Beispiel 10-jährigen Kindern besteht oder einem Psychopathen, der einen schon oft versucht hat umzubringen. Schwabbelmonster! Solche Sachen halt sind vielleicht nicht die optimalste Casting-Entscheidung gewesen, muss ich zugeben. Zum Beispiel dieser Paul, die Szene mit ihm und Lukas ist nicht ganz so gut gelaufen beim Dreh. Und bitte! Wieso drehen wir das überhaupt hier, weil wir eine echte Lukas, Dachterrasse haben? Lukas, ich weiß, dass wir ein echtes Dach haben, aber das ist Hollywood, okay? Wir müssen zeigen, was wir tun können, deswegen Greenscreen, okay? Fangen wir an, bereit? Ja. Und bitte. Hey, Mark. Oh, hey. Do you have it? What? Where's my money, Mark? Just a sec. Where's just my money? Where's my fucking money, Mark? Huh? Where's my fucking money? Wo ist mein Geld? Jetzt gib mir endlich mein Geld wieder! Verdammte Scheiße! Paul kenne ich ja persönlich nicht. Ich kenne ihn nur als Schulfreund vom Lukas. Deswegen habe ich mir gedacht, das stört ihn sicher nicht, wenn der auch dabei ist. Ein kleiner Kumpel von ihm, mit dem sie ein bisschen... Wie ich zu dem Dreh gekommen bin? Ich kenne den Lukas. Also, ich verkaufe ihm bis seiner Schule mein Meth. Und eigentlich wollte ich ja nur die Kamera.
flattern, aber jetzt bleibe ich da. Dann gibt's natürlich noch so Sonderfälle wie Fritzl Phantom. Ich habe mir gedacht, der ist vielleicht so ein Kinski, der komplett deppert im Kopf ist, aber dafür genial spielt. Shit! So kann ich arbeiten! Aber nein, er ist einfach nur deppert im Kopf. Die Motivation deines Charakters. Du bist Peter. Erklär mir die Motivation von Peter. Die Motivation von Peter ist, dass er diesen Jungen sieht und wenn er den Jungen sieht, dann will er den Jungen anschauen die ganze Zeit. Und ich habe mir dann aber dazu gedacht, den will er auch beim Kacken filmen. Also ich habe mitbekommen, im Vertrag, Thomas hat mit Fritzl ausgemacht, dass er mich 24 Stunden entführen darf. Er droht mir auch immer, dass er mir ins Arschloch kackt. Fritzl, wollen Sie das nicht? Nein, ich will nicht, dass er mir ins Arschloch kackt. Was, das sag's nochmal. You know, John is like a father to you, Mark. Tell him. Da filmen wir, aber ich bin abgelenkt immer von den Titten von Thomas. Er hat Titten wie Hängebauchschweine. Sein Schwein da und ein Star und ich schau mich immer an. You know, John is like a father to you, Mark. Go tell him. Yes, sire. Shut up! You son of a bitch! War das in Ordnung? Ja, die fette Sau von Thomas hat mich vom Set geworfen, weil ich zu gut bin. Aber den Jungen kriege ich, das war im Vertrag. Was war die Frage? Willkommen in meinem Studio. Gebaut von 60 fleißigen Immigranten im Lauf von 3 Monaten, genau nach meinen Wünschen designt, ist das architektonische Meister. Wer hat diese verdammte Wand hierher gebaut? Die Schlüsselszene meines Films, die herzzerreißende Liebesszene, wo ich meine Ehefrau in den Arsch nehme, die spielt dann da drinnen ab. Thomas hat auf jeden Fall einen Kredit von 6 Millionen Euro aufgenommen, glaube ich. Und dann wollte er natürlich sofort ein Studio bauen für die Sexszene. Obwohl ich gesagt habe, das können wir genauso gut zu Hause filmen eigentlich. Unser Budget ist aufgebraucht. Ja, wir machen ein Studio. Ich meine, das ist teuer. Aber die Schauspieler wollen bezahlt werden. Sie sagen, wenn du 6 Millionen Euro für ein Studio hast, dann kannst du sie auch bezahlen. Sie kriegen gratis Catering, sie kriegen Material für Showreel und sie kriegen Erfahrung auf einem Set, wo gute Laune herrscht. Ich meine, die müssten eigentlich mich bezahlen. Ich gebe so viel und sie geben mir so wenig. Scheiße. Heute ist jetzt endlich der Tag gekommen. Wir werden diese Szene in wenigen Stunden drehen. Und lassen Sie mich Ihnen kurz mal zeigen, worum es geht. Wo ist die ganze Einrichtung? Aber das Studio wurde dann eigentlich gar nicht verwendet, weil die Migranten dann alles gestohlen haben. Ich hab dir von Anfang an gesagt, wir sollen zu Hause drehen. Ja, wir haben kein Geld für neue Einrichtungen. Oh, ich habe eine Idee, Lukas. Wir drehen die Szene einfach bei uns im Schlafzimmer. Ja! Also 6 Millionen, die für meine Krebstherapie vielleicht hätten verwendet werden können. Aber nein, dieser Film ist ja viel wichtiger, das verstehe ich schon. Mir ist der Film eigentlich wurscht. Ich hoffe nur, dass Thomas seine Ziele durchsetzen kann, damit Tim gerettet wird. Glauben Sie, dass Sie Tim halten können? Okay, Klappe. Wir haben keine Klappe. Was auch immer. Action. Wenig Spiel. Im Skript steht, dass ich die Eule bin, die nachspudert wird. Oh wow, you look so sexy, Lisa, huh? Thank you, Johnny. Close your eyes. It's Rose. So you wanna do the sex, huh? Actually, I wanted to talk about something. All you women always want to talk about feelings, like cheap, 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 cheap. Haha, here's Rose. But you know I love you. Aww. But we're supposed to get married. But I'm seeing somebody else. What? It's Mark. How can you do this to me right before I put penis inside you, Lisa? I'm sorry, Johnny. Hi, Johnny. Oh, hi, Mark. Hi, Lisa. Hi, Mark. Hi, Johnny. You asshole! You betrayed me! Don't worry about it. Everything's gonna be alright. I'm fed up with this world. Nobody understands me. Tim! Was zur Hölle? Der Film ist noch nicht fertig. Du kannst jetzt nicht sterben. Ich weiß, was stabile Sachenlage ist. Wie willst du ein Rohr seitlich legen? Was ist los? Hat jemand ein Handy? Was bringt uns ein Handy? Die Handykamera ist nicht gut genug. Wir brauchen jemanden, der diese Kamera bedient. Also dass der Kameramann während dem Dreh gestorben ist, war problematisch. Bin ich dann doch nicht in den Rohr spudert worden. Ja, warum sind so spritzend?
Herz. Bitte. Völlig egal, wir liegen auf einem fixen Zeitplan. Wir müssen die Szene fertig machen, sonst wird das nix. Wo ist denn das Klo? Irgendwo, kack in der Ecke. Der Feuerwehr. Ja, ist ein Ventilator. Nicht die Kimmerei rufen, bist Ort. Hallo? Hallo? Das sind halt Verluste. Da möchte man mal wen in den Arsch nudeln und gibt viel Geld dafür aus und dann kommt's doch nicht zustande. Ziemlicher Scheiß halt. Aber wissen Sie, was der Vorteil daran ist, dass man sowohl genialer Regisseur als auch genialer Wissenschaftler ist? Ist, dass man daheim eine Zeitmaschine hat, mit der man die Zeit einfach zurückdrehen kann, bevor jemand Krebs hatte und bevor dieser Film gedreht würde, was ich jetzt einfach mal tue. Vielen Dank. So, jetzt wird's Zeit, in die Zeit zurückzureisen, Lukas. Hier, halt den Mechanismus. Du hast eine Zeitmaschine? Sicher. Und jetzt aktiviere ich den Quantenstabilisator und drück den Wellensupranil. Ja, wir sind wieder da. Und das ist alles wieder genau wie vorher. Ich hab immer noch Krebs. Bleibt noch kurz da, Detektive. Es gibt noch mehr Zeugs für euch. Ja, bis ihr jetzt irgendwas anklickt von den zwei Sachen, spiele ich mal Rammstein auf meinem Furzpiano. Hier kommt die Sonne. 2. Hier kommt die Sonne, sie ist der hellste Stern von allen und sie wird nie vom Himmel fallen.